Ja, es ist Nebensaison und es regnet und stürmt hier öfters mal. Aber es gibt auch gutes Wetter und tolle Tauchgänge und nebenbei noch so manch schönes Erlebnis. Die Nacktschnecken rennen ein wenig schneller als normal. Zumindest tun sie so. Und die Seepferdchen stören sich nicht am Besuch von sich ruhig verhaltenden Tauchern. Manche Schildkröte weiß nichts anzufangen mit den komischen, blasenmachenden Besuchern, hat aber auch keine Angst vor denen. Und die kleine Sternmoräne kommt nach gründlicher Überlegung hinter ihrem Seeigel-Stacheldrahtverhau hervor, um sich die komischen Typen genauer anzusehen. Große und kleine Moränen schenken den Besuchern wenig Aufmerksamkeit. Aber der Zackenbarsch traut denen nicht. Er hat gehört, dass die gerne Fisch essen. Da haut er lieber mal ab. Die Putzergarnele traut den Fremdlingen auch nicht so recht über den Weg, obwohl sie viel zu klein ist, um in deren Kochtopf zu landen. Die große Krabbe hat schon Schlimmes über die Blasenmacher gehört und droht erstmal mit ihren Zangen, zieht es dann aber doch vor zu flüchten. Der fleißig arbeitende Einsiedlerkrebs hat wohl ein schweres Leben. Dafür hat er aber sein Haus immer dabei, weil er es mit sich herumträgt. Schlecht gelaunt sind die Barracudas, weil sie vermuten, dass die Besucher von ihren Fischbeständen klauen wollen. Aber richtig anlegen wollen sie sich mit denen dann doch nicht. Die kleinen Ammenhaie wuseln in ihrer Höhle herum, während der Leo faul im Sand liegt und es sich gut gehen lässt. Ihn stören auch die komischen Zweibeiner nicht, die sich hinter ihn legen, um sich mit ihm fotografieren zu lassen.
Wenn er dann genug geruht hat, zieht er in gemütlichem Tempo durch sein Reich und sieht nach, ob alles in Ordnung ist. So mancher Narziss spreizt seine Federn, um den Besuchern zu zeigen, wie schön er ist. Aber die ziehen schnell weiter zu versunkenen Attraktionen. Die Wracks bieten den Fotografen tolle Motive und unzähligen Fischen eine Heimstatt. Dort wimmelt es nur so von Leben. Auch Rochen gibt es viele, vom wunderschön gezeichneten Blaupunktrochen über den majestätisch schwebenden Adlerrochen bis hin zu riesigen beigen Stechrochen. Die erzählen am Abend beim Rochenstammtisch genauso tolle Storys über die seltsamen zweibeinigen Besucher wie diese bei der Tea Time über die Rochen. Aber der Phuket-Urlaub besteht ja nicht nur aus Tauchen. Man kann dort auch wunderbare Landausflüge machen. Da gibt es zum Beispiel einen Höhlentempel, einen der größten seiner Art. Den haben sich ein paar der Poseidon-Taucher auf einer zweitägigen Erkundungstour auf das Festland als erstes angesehen. Die nächste Station ist ein mehrere Quadratkilometer großes Quellgebiet. Das ist bei Ausländern so gut wie unbekannt und wird fast ausschließlich von Einheimischen aus der unmittelbaren Umgebung besucht.
Es ist eine traumhafte Landschaft, die man mit gemieteten Kanus erkunden kann. Anschließend wird in einem kleinen Resort übernachtet und gegessen wird in einheimischen Lokalen. Das ist Thailand pur. Am folgenden Tag ist die nächste Etappe ein enger Talkessel, umgeben von steilen Berggipfeln. Dort stehen auf jedem der Gipfel 7 kleine Tempel, die zum Teil mit Stegen untereinander verbunden sind. Der Blick von den Gipfeln ist überwältigend und jeder der Tempel hat seinen eigenen Charakter. Ein Erlebnis, welches das Herz berührt und das Denken bereinigt. Weiter geht es in das riesige Pangadelta, ein Flussdelta mit einer traumhaften Landschaft, wie es nur wenige in dieser Welt gibt. Diesen zweitägigen Landausflug bieten wir in jedem der Wintermonate im Rahmen einer zweiwöchigen Pauschalreise an. Die Reise umfasst Unterkunft, Abholservice vom Flughafen, volles Tauchprogramm inklusive dreitägiger Pipi- und Koha-Safari sowie den eben beschriebenen Landausflug. Ihr findet das Angebot auf unserer Webseite oder meldet euch einfach bei unserer Mailadresse für mehr Informationen. Ja, und dann ist dieser tolle Ausflug zu Ende und es geht zurück nach Phuket. Dort werden wir dann morgen wahrscheinlich wieder tauchen müssen.
Und ihr hört jetzt bitte auf zu träumen und spart für den nächsten Urlaub.